Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Im Hintergrund seht ihr ein Call of Duty Ghost Gameplay. Und erstmal will ich mich entschuldigen. Es kamen 5 Tage keine Videos. Das tut mir wirklich leid, aber es gibt nur mal ein paar Sachen, die muss man erstmal erledigen im Leben und dann kann man Videos machen. Und das habe ich halt gemacht. Aber jetzt kann ich eigentlich wieder mehr Videos machen und ich freue mich persönlich. Außerdem tut es immer mal wieder gut, eine Pause von Call of Duty zu haben. Die brauche ich persönlich ab und zu mal immer. Das ist eigentlich eine Pflicht, weil irgendwann geht einem dieses Spiel auf den Nerv, wenn man es jeden Tag wirklich zockt. Aber ich glaube, das können übel viele Leute nachvollziehen, denn nach einer Zeit nervt es halt und ich glaube, das können die meisten Leute verstehen. Und wenn man es lange Zeit nicht mehr gezockt hat, macht es einfach. Wenn ihr von dem Spiel gestresst seid, zockt es einfach eine Zeit lang nicht mehr und dann zockt es einfach wieder und dann macht es wieder Spaß. Das ist echt komisch. Auf jeden Fall, neues Map-Pack ist rausgekommen oder kommt raus. Ich bin mir gar nicht sicher. Wenn es schon draußen ist, werde ich mir gleich sofort runterladen und dann werde ich jede einzelne Map zocken und den neuen Extinction-Modus, worauf ich mich extrem freue, denn es gibt einen neuen Extinction-Modus. Ich persönlich mag den Extinction-Modus, nur ich fand den letzten nicht so gut von der Story und so weiter und so fort her. Aber jetzt kommt neuer mit einer neuen Story, mit neuen Aliens und so weiter und so fort. Und ich persönlich freue mich drauf und ich werde das auf jeden Fall euch zeigen. Außerdem sind 4 neue Maps draußen. Irgend so eine Grusel-Map, wo man eine Axt hat und die Leute erschlagen kann. Also das, was ich auch im echten Leben immer tue. Und dann noch eine Nachmache von Scrapyard. Und wer sich fragt, was zum Teufel ist Scrapyard? Das ist eine Map von Modern Warfare 2, also Call of Duty Modern Warfare 2. Die wurde nachgestellt. Und ja, ich freue mich extrem drauf, weil ihr wisst ja, Call of Duty Modern Warfare 2 war das Call of Duty, was ich am meisten geliebt habe. Und ich habe so das Gefühl, die Leute, die mit den damaligen Call of Duties angefangen haben, die mögen Call of Duty Ghosts nicht so. Allerdings, die Leute, die mit Call of Duty Ghosts angefangen haben, die sind ja meistens ja noch Noobs, weil das Spiel erst seit 3 Monaten draußen ist, die lieben das Spiel anscheinend, weil sie nichts anderes kennen. Wir Leute, die jetzt zum Beispiel die damaligen Call of Duties gezockt haben, die wissen, was ein gutes Call of Duty ausmacht, und zwar der Suchtfaktor. Das ist für mich persönlich das Wichtigste an einem Spiel. Ob es jetzt Call of Duty ist oder ich habe auch ein Let's Play The Last of Us und Heavy Rain auf meinem Let's Play Kanal, da lade ich ja auch immer Videos hoch. Da ist es so, dass wenn ich, oder bei Call of Duty natürlich auch, bei Battlefield, bei allen Spielen, je süchtiger euch das Spiel macht, je mehr ihr das Verlangen danach habt, es zu spielen, desto besser ist das Spiel für euch. Und das ist meine Meinung persönlich. Und es geht für mich einfach um den Suchtfaktor. Und der war bei MW2 so vorhanden. Aber bei Call of Duty Ghosts, ich weiß nicht, was ich da... Ich hab nicht das Verlangen, irgendwas freizuschalten. Bei Modern Warfare 2 waren es immer die Camos, also die Farben, die Tarnung der Waffen. Das hat mich dazu gebracht, das Spiel zu spielen. Bei Call of Duty Ghosts habe ich das einfach nicht so. Ich will mich auch gar nicht beschweren. Ich meine, wir müssen jetzt noch 9 Monate warten, bis das neue Call of Duty rauskommt. Ich meine, das ist auch mal die Scheiße bei Call of Duty. Wenn ein Call of Duty verkackt, dann muss man ein Jahr warten, bis das nächste Call of Duty rauskommt. Und dann, die meisten Leute spielen ja sowieso immer die neuesten Call of Duty und dazu gehöre ich auch dazu. Ich gehe ungern immer zu anderen Call of Duty zurück. Wenn ihr wollt, kann ich auch mal wieder ein Live-Commentary in Black Ops 2 und in Modern Warfare 2 sogar bringen. Das wäre natürlich übel geil. Mache ich vielleicht mal. Aber im Großen und Ganzen spiele ich immer lieber die neuesten Call of Duty. Das ist für mich persönlich das Beste. Ich persönlich bevorzuge es immer, die neuesten Sachen zu spielen, wenn es um Online-Spiele geht. Auf jeden Fall, ich will mich gar nicht beschweren, ja, das Spiel ist nun mal draußen, wir müssen damit leben, macht eine Pause, wenn ihr keinen Bock mehr drauf habt und ganz genau. Übrigens, bei Battlefield ist es noch schlimmer, denn Battlefield kommt ja alle 2 Jahre raus und wenn ein Battlefield-Teil da verkackt, dann haben die richtig reingeschissen. Allerdings ist es bei Battlefield so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die verkacken, nicht so hoch ist, weil sie einfach eine längere Produktionszeit haben. Ich glaube von 2 Jahren, nee, von 3 Jahren und Call of Duty von 2 Jahren. Ich meine, in der Zeit, wo Call of Duty Ghosts produziert wurde, wurde schon das Call of Duty fürs nächste Jahr produziert. Ob ihr es glaubt oder nicht, aber das ist wirklich so. Das Gameplay ist auch gleich vorbei und ich bedanke mich fürs Zuende-Schauen. Jetzt wollte ich euch noch was fragen, und zwar, was denkt ihr, was für ein Call of Duty rauskommen wird? Ich werde meine Meinung im nächsten Video sagen, also im nächsten Jahr. Denkt ihr, es wird Black Ops 3 sein, es wird Call of Duty Ghost 10 sein, oder es wird irgendwie im Zweiten Weltkrieg wieder stattfinden und so weiter und so fort. Was denkt ihr, was für ein Call of Duty wird rauskommen? Ich freue mich auf Videos in der Zukunft. Lasst einen Daumen nach oben da, falls dir das Video gefallen hat. Und schreibt mir in die Kommentare, was du denkst, was für ein Call of Duty in der Zukunft kommen wird. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um nie wieder was zu verpassen. Das Gameplay ist vorbei, ich rede weiter, aber jetzt sage ich nur noch 3, 2, 1. Tschüss!